Hey und herzlich willkommen zurück zu Minecraft das Mittelalter. Divinity Original Sin. Ja, okay. So ist das. Richtig, richtig. Du willst den Geisterwald, habe ich gehört. Ich bin der Meinung, wir könnten jetzt mal nach Geisterwald reisen. Geisterwald, Wasserfall. Ich bin weggesaugt worden. Ich hab dich angesaugt. Hört sich komisch an, ein bisschen. Da. Jetzt sind wir im Geisterwald, ja? Ja. Wo gehen Jetzt wir können jetzt wir lang? hier der Sonne entgegen. Wo ist denn der Sonne entgegen? Ja, einfach, wir müssen halt die Karte aufdecken. Das ist immer ein großes Anliegen, ne? Die Karte aufzudecken. Ich glaube, der Geisterwald wirklich fängt erst hinter diesem Tunnel da an, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Ich geh mit dir, wohin du gehst. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich Dann sehe lass uns nichts. doch einfach Meine da. Kamera führt leider nicht mehr mit. Ah, jetzt hat sie wieder. Da ist Ich eine gehe jetzt. Truhe. Okay, wo? Ach, da Hier. hinten. Naja, dann mach du mal. Ein Pfeil, Da Giftwolkenpfeil für hinten. Golgraf. Ja, dann gib ihn Wolgraf. Mache ich einen Moment. Da ist ein Polterer. Der hat Wasserimmunität. Und er hat Sklaven und er hat einen Wasserhüter dabei. Was? Und ein Wovon redest du? Sklavenmeister ist da vorne. Es gibt Ärger. Ja? Ja. Na gut. Ich wechsle mal kurz auf Wolkraf, um zu gucken, was der für einen Bogen ausgerüstet hat. Betäubt, Fähigkeit, Kopfschraube, kritisch, Luft. Das ist ja mit Wasser. Feuer. Ist Feuer und Wasser? Ne, es löscht es, ne? Aber ich habe ja eigentlich den Erdebogen. Das müsste Wasser ja auch gehen, oder? Genau, ich habe einen Erdebogen ausgerüstet. Okay. Ich gehe da jetzt mal hin und laber die an. Ich sage es nur noch einmal. Trollzoll 4000 Gold. Man kann mit denen nicht reden. Oh doch. Moment! Ein Welpe nach dem anderen. Ihr werdet eure Zollgebühr bezahlen, sobald ich damit fertig bin, dieses Großmaul zurechtzuweisen. Dieser Narr denkt, er kann sechs warme Körper für den Preis von einem an Rumpel vorbeischmuggeln. Da könnte dieser Taugenichts genauso gut aus den Druhen von König Gungir stehlen. Ich habe es schon einmal gesagt, und das ist öfter, als ein Troll zählen kann. Ein warmer Körper bedeutet nicht, dass man ein Mensch ist. Wir sind drei Marklose und drei Sklaven, und ich werde meine Taschen bestimmt nicht für jemanden leeren, der eigentlich nur ein Ding ist. Na gut, meine Herren, jetzt atmen wir alle tief durch und ich werde die Gebühr für alle Beteiligten bezahlen. Das scheint Ansichtssache zu sein. Ich lasse euch beide das auf eure Weise lösen. Also ich bezahle nicht für alle Beteiligten, oder? Ich bin ja nicht blöd, also bei aller Liebe. Weiß ich nicht. Kann mir das ja gar nicht erlauben, eigentlich, ne? Genug. Ich werde nicht zulassen, dass sich dieser idiotische Troll oder dieser idiotische König noch länger in die Angelegenheit der Königin einmischen. In ihrem Namen fordere ich auf, kämpft. Wenn ich kein Gold in meiner Tasche habe, habt ihr keinen Kopf auf euren Schultern. So sind die Regeln, Hühnchengerippe. Wenn keiner zahlt, sterben alle. Wer kämpft jetzt gegen wen? Alle gegen uns. Ja? Das ist ja fein. Wir müssen noch mit den Sklaven, glaube ich, aufpassen, ne? Ja. Die sind doch alle weg, ist doch, die sind doch nur die da, die kämpfen. So, mal gucken, was jetzt passiert. Betäubt, betäubt. Der Troll scheint da schon viele Schädel eingeschlagen zu haben, wenn ich mir seine Keule so angucke. Ja.
Okay, du bist unsichtbar. Immun gegen Gift, okay. Immun gegen Niederschlag, wer auch immer das ist. Diese Wasseressenz, oh, die ich eingefroren. Jo. Das ist ein komischer Kampf irgendwie. Ja, ich muss aber mal ein Stück hier weg, weil ich kann nicht in die Wolke. Warte mal, das könnte ich machen. Kann ich das vielleicht machen? Jetzt ist er noch ein bisschen betäubter. Ja. Und der ist auch noch betäubt. Der Troll ist auf unserer Seite im Moment, denk dran. Aber der wird nicht der Beute. Das ist ganz gut. So. So, Wolfgraf ist am Zug, der alte Schluri. Jetzt sieht man wenigstens wieder was. Ja. Das ist leider alles belegt. Die haben sich alle hinter dem Troll versteckt. Mhm. Ich probiere mal was. Das ist schon nicht schlecht, dass er sich da so durchteleportieren kann. Der Troll ist immer, der ist ja gar nicht mehr verliebt. Nee. Scheiße. Ich meine natürlich schade. Schön. So, eine Runde Motivation für alle. Es ist die Brücke fast kaputt. Das stimmt, das habe ich in diesem Spiel bisher auch noch nicht gesehen. Die repariert sich gerade wieder. Wieso darf der denn jetzt schon wieder, der Troll? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ui. Au. Autsch. Jetzt müssen wir aus dem Öl rauskommen, dann können wir es anzünden. Mhm. Oh, ich glaube, da haben wir aktuell keine Chance. Mal sehen. Schade, verflucht, fehlgeschlagen, blöd. Lieber auf Menschen mit sowas gehen, allgemein gesprochen. Ja. Das ist ein Steintroll irgendwie, sowas. Ja. Spinni! Mhm. Wen hast du denn da verkrüppelt? Den makellosen Priester. Ui. Das war gut. Ich bin auch einem Nico nicht abgeneigt, trotz allem. Okay. Was war das denn? Ein schwächender Spinnenbiss. Aha. Okay. Ah ja. Ei. Der macht interessante Sachen. Ja. Oh, voll einen auf die 12. Hab's gesehen. Ja, guck mal, die alte Schleimbacke. Ja, du wolltest ihn doch gern haben. Ja, klar.
So. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen in der Mehrzahl. Ja. Viel Auswahl für die Gegner. Und gegen die Menschen ist dann Nico wahrscheinlich ziemlich wirkungsvoll. Mhm. Hast du beide getroffen? Ja, ne? Nein, der eine ist verfehlt. Okay. Erstmal Abendessen. Ich gehe, glaube ich, mal zu dem Sklavenmeister, oder? Weiß nicht. Wenn du möchtest. Oder da hinten dieser Schütze ist auch ein bisschen. Ja, blöd. Ja, diese Meisterschütz. Oh, beide. Nee, der eine. Ist mal, der liegt aber erstmal, das ist gut. Jetzt sind wir natürlich in einem. Ah, Nico kann den schönen krank machen. Das ist ja ein Mensch. Ich versuch's. Ja, hat geklappt. Klar klappt das. In die Puppes. Immer nee, in die Puppes. Der ist jetzt aus Metall, oder? Ja. Och, hau doch mal woanders hin. Als der hat doch auf den Typ gehauen, oder nicht? Ach so, ja stimmt. Habe ich gar nicht richtig wahrgenommen. Der ist aktuell verstärkt, ja. Ich kann auch nur auf den Folterer schießen, glaube ich. Dann mach das. Nicht viel, aber... Der hat noch einen langen Lebensbalken. Als ich wegtippet. Da unten hin. Wo ist er unten hin? Unten links von der Brücke im Wasser. Was? Ernsthaft? Zumindest sieht das für mich so aus. Ach ja. Jetzt ist er wieder da. So. Der alte Nico. Bäh. Wir stehen alle so dicht beieinander. Ja. Schön. Ja. Gefällt mir auch nicht, dieses dicht beieinander stehen. So, komm. Bumm. Er ist verkrüppelt. Ah, Spinni. Mhm. Was? Ah, Wolkraff ist aufgestanden. Ja, mal endlich, ne? Der war jetzt aber die Spinne hat jetzt was draufgekriegt, das war auch gut so. Mhm. Dafür ist sie ja da. Dann darfst du jetzt. Cool. Er ist eigentlich verstärkt, aber hat durch dich verringerte Rüstung. Ja, genau, das war der Hintergedanke. Oh, jetzt hast du alles betäubt wieder mal. Du und deine falschen Waffen. Ja. Aha. Du machst doch mit. Ja, ich habe jetzt mitgemacht diesmal. Jetzt haben wir nur noch den Polterer, ne? Mhm. Wolkraff hat Pilze genommen, der ist jetzt gut drauf. Der ist wieder gesund. So. Ach, er ist ja eingefroren. Mhm. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen drauf rumhacken, ne? Tun wir nochmal für alle ein bisschen Verstärkung dazu holen. Oh, 207 war gut. Mhm. Okay. Er ist wieder aufgetaut. Aber er hat immer noch eine verringerte Rüstung. Bitte nicht alle wieder betäuben. Hat ja nicht gut geklappt. Ah, doch, du hast dich hingetippet. Ja.
Ah, die Spinne ist jetzt tot, der Nico auch. Warten durcheinander. Ja. Was macht sie da? Der war in meinem Verwundungskreis. Da stehen nur zwei Leute dazwischen. Keine Ahnung. So. Ist der Feuerkraft dran? Ja, ne? Mhm. Ui, krass. Ja. Jetzt ist er abgeschirmt. Und verstärkt. Und verlangsamt. Er ist wieder verstärkt, dann das nächste Mal kriegt er wieder. Ich würde da ein bisschen weg, wenn du kannst, aber du hängst da jetzt fest, ne? Ich bin weggegangen. Okay. Weil er ist ja eh gerade verstärkt. Schön. So. Hat ganz gut was abgekriegt. Der Herr. Jetzt haut er uns wieder einen auf die 12, ne? Ne, noch nicht. So, verringerte Rüstung. Ja, ich habe eigentlich gar nichts richtig, um ihn anzugreifen, weil ich ja den Zauberstab nicht benutzen darf. Ja, durch das ganze Blut halt, ne? Ja. Das ist der große Nachteil. Schön. So, jetzt aber. Anders kommen wir ja nicht an den ran. Nee. Aua. Wir sind alle wieder umgebumst. Bringt. Jetzt stehen sie aber auch alle wieder. Okay. Schön für dich. So. Gibt's noch mal ein bisschen Power für euch alle. Das macht ja durchaus gute Boni auf die Charaktere drauf. Ja. Oh. So. Ach, hat geklappt. Eben auch schon. So. Yeah. Yeah.
Sehr schön. So, jetzt darf er nicht. Der Wollgraf ist dran. Ich weiß. Hihi. So. Stehst du dahinter? Mhm. Aha. Huch. Muss er sich erstmal umdrehen. Oder du tötest ihn. Fast. Das wäre schön, wenn ich ihn töten würde. Jetzt Adora. Mhm. Komm. Ja, war ein guter Schlag. Oh. Er will noch einmal. Der will noch einmal. Wie viele Lebenspunkte hat er denn noch? Man sieht sie schon gar nicht mehr. Man sieht sie nicht mehr, nee. Man kann es nicht sagen, irgendwie. Ich habe ihn platt gemacht. Gut. Jetzt. Ich habe ihn mit einem ganz stinknormalen Pfeil in den Rücken geschossen. Voll die Ultra-EP. Aber leider kein Leveln bei irgendwem, ne? Nee, noch nicht. Reicht noch nicht. Du bist ohnmächtig gewesen, ne? Ja, der hatte mich platt gemacht. Ist ja auch nicht zielführend. Gabenwaage und geprägtes Zeichen. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich mal dran gehen? Die Henne, die ihr Futter teilt, erhält einen größeren Nachschlag. Mhm. Mhm. Und dann kann ich jetzt da was reinschmeißen, oder? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Weiß nicht, wie das gehen soll. Hm. Keine Ahnung. Mhm. So. Aber das war anscheinend eine kleine Nebenquest, die ist nämlich schon vorbei. Ja, das gibt es. Ja. Das hier war die Geschichte mit dem Futterteilen. Ja. So, ich habe einen Orange reingelegt. Ah ja. Wie hast du das gemacht? Ich habe das Ding aufgemacht, habe ein Dings. Also man, wie ich es umgekehrt ja auch machen würde. Also du machst dein Inventar auf, ja? Nee, ich klicke auf die Schale und dann tue ich was reintun. Reintun, genau. Der Wollgraf würde auch gerne irgendwas spenden, aber er kann nicht. Ich kann das nicht. Unten aus der Schnellleiste kannst du es rausholen. Ach, ich muss es aber dafür erstmal in die Schnellleiste legen. Wahrscheinlich. Oh, jetzt hat die schon wieder jemand. So, wen hat jemand? Wie ist denn die Luzi da hingekommen? Ich bin total ins Gift geflogen. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich wollte jetzt mal mit dir reden, aber jetzt ist das Ausrufezeichen weg. Das muss durch diese Gaben-Dingsbums passiert sein, dass ich da durch die Gegend gefallen bin. Was? Wo bist du? Ich bin in diesen Gifttunnel teleportiert worden, aber ich habe gar nichts gemacht. Das kann ein Bug gewesen sein. Bin jetzt wieder da. Das ist eine Gabenwaage. Dann leg mal Zeug rein. Hatte ich doch. Nee, hast du nicht. Doch, ich hatte ein Brot reingelegt und dann war... Nein, das Brot ist von Wollgraf. Zu hoch? Was ist denn das für ein Quatsch? Wie zu hoch? I.
Schlammjägerinnen laufen hier rum. Hier gibt es eklige Biester. Es geht nicht, ist auch egal jetzt. Nee, warte mal, das hat doch irgendeine Funktion garantiert. Aber welche? Wie egal jetzt? Es geht nicht. Wer schreist du denn da so? Ja, dass du mich damit nicht in Ruhe lassen kannst. Wie, das geht nicht? Was passiert denn da? Du hast in der Schnellleiste und legst es dann... Das steht zu hoch. Ich kann es nicht reinlegen. Ach so, zu hoch. Das heißt, wir haben schon zu viel drin. Wenn ich jetzt das Brot wieder rausnehme, kann ich gar nicht, ne? Das heißt, doch, kann ich. Das richtige Gewicht erwischen. Wahrscheinlich. Also die Orange wiegt 0,1. Das Brot ist dann schon zu schwer. Jetzt, ich tue mal die Kürbissuppe rein. Jetzt haben wir 0,5, das Brot wiegt 0,6. Das heißt, jetzt haben wir in der Waage haben wir jetzt 0,5. Aha. Ich kann noch eine Orange reinlegen. Kannst du, die wiegt 0,1. Dann sind wir wieder bei 0,6. Was haben wir sonst noch so? Die ist zu hoch noch schon, die Waage. Okay. Der Käse ist 0,4. Das ist 0,05. Ich probiere mal. Ich muss mal meine Pilze... Die Kürbissuppe ist zu schwer. Das Wolkkraft-Kürbissuppe. Dann hole ich die wieder raus. So, Wolkkraft hat die Kürbissuppe zurückgeholt. Jetzt kann Kumpel Pilze reinlegen. Die muss ich aber erst aufteilen. Pilze. So, wo ist der andere Pilz jetzt hin? So, ein Pilz. Dann hier Stapel aufteilen. Zwei Pilze. Dann habe ich zwei Maßeinheiten, wenn man so will. So, dann hier nochmal die Waage öffnen. Jetzt tue ich mal einen Pilz rein. Jetzt sind 0,25 drin. Passiert nichts, ne? Wenn ich jetzt zwei Pilze dazulege, sind 0,35 drin. Passiert aber auch nichts. 0,35. Dann gucke ich mal, was ich noch dazu packe. So, jetzt, ich könnte jetzt noch, wenn ich jetzt hingehe, haben wir sonst noch irgendwas zu futtern? Kürbis hätte ich, der wiegt natürlich viel zu viel. Eine Möhre habe ich, die wiegt 0,01. Ist ja ganz wenig. Ich tu mal... Er wird bereits verwendet. Okay, du bist da dran, glaube ich. So, 0,1 plus 0,01 plus 0, also 0,23 0,24 0,25. So... 0,4, 0,5. So. Passiert was? Nee, ne? Nee. 0,2. Hast du... Passiert auch nichts. Ja. Was denn? Nichts, nichts, nichts. Ich kann ja mal Gold reinlegen, vielleicht ist das... Oh, da öffnet sich was. Aber jetzt hat das mein ganzes Geld genommen. Ich konnte es gar nicht aufteilen. Das musst du vorher machen. Shit. Mein ganzes Geld ist jetzt weg. Du hast natürlich auch nicht gespeichert, ne? Nein. Egal. Aber vielleicht tut dich der Zauberstab entschädigen. Guck mal. So, also, ich gebe dir mal zwei Sachen. Welcher Zauber?
warte kurz, ich muss das suchen. Ist es irgendwie, ich dachte, es ist ja so sortiert so. Also, ich gebe dir das hier mal zur Identifikation für dich, das hier zur Identifikation für einen unserer Kämpfer wahrscheinlich. Das hier gebe ich an Wolgraf, vielleicht kann der das lernen und dann teile ich jetzt mein Geld auf. Hä? Für wen ist der Helm? Weiß ich nicht, für einen Kämpfer würde ich behaupten. Entweder... Ja, ich habe ihn mal an dich gegeben. Okay. Ja. Boah, der ist gut. Ja, siehst du, hat sich ja wenigstens gelohnt für das Geld. Jetzt habe ich die Fähigkeit brennende Augen. Mhm. Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Damit kann ich geblendet aufheben. Mhm. Ach so, das habe ich auch durch meinen einen Zauberstab. Mhm. Ja, auf alle Fälle habe ich jetzt einen Gesamtrüstungswert von 222. So war ich noch nicht. Super. Bis dato. Okay, dann machen wir an der Stelle. Tja, war jetzt Leergeld, ne? Mhm. Aber dass du da das nicht vorher aufteilst, bevor du es reinlegst, das verstehe ich nicht. Schnell. Ich habe gedacht, ich werde nochmal gefragt. Das war der Fehler. Nein, nicht in diesem Spiel. Ja, danke. Ja, nein, nein, nicht in diesem. Nein, nein, nein. Ist schon gut. Nein, nein, nicht in diesem hier. Nein, nein. Okay. Das war's von uns. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.